Wir hatten einen sehr, sehr harten Wahlkampf mit sehr, sehr viel Zerstörung unserer Plakate, mit einer Beeinflussung der Wählerschaft durch die Listenstreichung. Das alles hat nicht geschafft, uns sozusagen zurückzudrängen. Damit sind wir zufrieden und das sage ich auch ganz klar. Also die Freude über dieses Ergebnis überwiegt absolut diesen Nichtgewinn des ersten Platzes. Das halten wir gerne aus. Also wir haben ja schon vorab gesagt, wir werden in jedem Fall den Rechtsweg gehen, was unsere Listenstreichung angeht, unabhängig davon, ob wir alle Plätze besetzt bekommen oder nicht. Und es könnte sein, wir haben jetzt die Prognosen, dass wir vielleicht Plätze nicht besetzt bekommen. Wir werden den Rechtsweg gehen. Wir werden übers Verfassungsgericht am Ende die Neuwahl erstreiten. Das ist das Ziel, weil die Benachteiligung ist nicht nur ein Signal im Wahlkampf gewesen. Wenn sie sich jetzt im Parlament abzeichnet, ist es natürlich auch ein nicht abgebildeter Wählerwille im Parlament. Und das ist aus unserer Sicht auf alle Fälle ein zwingender Grund für Neuwahlen.